Man kann es teilweise einfach nicht mehr verstehen, was EA Sports da mit uns macht. Gestern wieder mal so ein Ding, das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Das sollte eigentlich jetzt im Juni nicht mehr vorkommen. Der heutige Content, so viel nehme ich schon mal vorweg, sensationell, 1A. Also diese SBCs etc., die wir da bekommen haben, wie man aktuell noch ein paar Coins machen kann, was meine Liste so macht, schauen wir uns an. Und natürlich eine neue Evolution. Servus, grüezi und hallo zum weiteren Video. Mich würde es natürlich mega freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Motiviert hier weiterhin durchzugrinden, jetzt auch noch im Sommerloch. Ist es aber gar nicht, weil der Content wirklich hervorragend ist seit Freitag. Aber gestern, da haben sie sich mal wieder von der Seite gezeigt, die man eigentlich nicht mehr sehen möchte. Schon gar nicht im Juni. Ihr seht hier jetzt einen Ruben Dias. Es kam gestern Abend so ein Pack, so ein Grundlagen-Pack. Moment, wie hieß es denn? Ein Premium-Turnier-Spielplan-Pack. Kostenpunkt 525.000 Münzen. Dieses Pack hat dazu geführt, ich zeige es euch mal kurz, dass sehr häufig bestimmte Karten gezogen werden, nämlich richtig starke Karten. Hier Ruben Dias, 1, dann haben wir hier ein Olmo, Oblak, okay, das hat jetzt nicht so gegönnt. Douglas war hier dabei, nochmal Ruben Dias, dann hier Capdevilla, wieder Ruben Dias, da hier gleich nochmal ein Ruben Dias. Es wurde schon davon gesprochen, ein garantiertes Ruben Dias Pack zu haben. Ja, Packweight war extrem, so wie sie eigentlich sein sollte. Also ich denke mal, wenn man jetzt im Juni noch dabei ist bei dem Spiel, noch sehr viel Zeit investiert und dann die Coins sich erarbeitet oder halt einfach so ein Shop-Pack aufmachen möchte, kurz nochmal dazwischen gerufen, Freunde, wenn ihr die Shop-Packs aufmacht, macht es mit Coins. Coins könnt ihr euch super einfach craften, traden. Ich hänge euch das Video von gestern, wo wir darauf eingehen, nochmal am Ende des Videos dran. Auf jeden Fall sollte es halt so sein, wenn man dann so mal so ein Pack aufmacht, dann soll es auch gönnen, diejenigen, die jetzt noch craften. Und das war richtig, ja, war richtig gut. Ja, klar, natürlich soll man jetzt nicht erwarten, dass aus jedem Pack was drin ist. Aber wenn dann schon mal die Packway gut ist, hat sich dann relativ schnell rumgesprochen. Ich habe natürlich meinen freien Samstag gehabt, schaue nicht auf die Konsole, war auch besser so, muss ich sagen. Hätte das Pack wahrscheinlich eh nicht aufgemacht, weil meine Road to Frankie de Jong läuft ja noch. Sammelt derzeit alle Coins, um Frankie de Jong zu kaufen dann oder halt noch zu ziehen. Somit haben halt sehr, sehr viele coole Sachen gezogen. Und ich gönne es wirklich jedem Einzelnen, der sagt, ich will so ein Shop-Pack aufmachen, will was Cooles ziehen. Aber was hat EA dann gemacht nach ein paar Stunden? Sie haben gemerkt, dass zu viele Spieler gute Sachen gezogen haben und haben dann einfach das Pack weggenommen. Ja, einfach wieder rausgenommen, das gesagt, nee, es entsteht halt dann der Eindruck, ne? Es gönnt zu krass, zu viele ziehen viel zu gute Karten. Das kann man nicht zulassen. Nicht mal im Juni, Pack wieder weg. Sehr schade. Lasst es halt einfach drin. Lasst seit jedem dieselbe Chance. Es ist das gleiche wie beim Totti. Messi Totti hat mir das auch ein paar Konten zu öffnen, die an der Konsole waren. Große Chance, eine Totti-Karte zu ziehen. Oder es waren ja nur 0,7% Kappa. Und ja, da war es, lasst es halt einfach drin. Lasst es halt einfach drin, lasst jeden seine Chance und gut ist. Ich meine, so viele von uns haben jetzt schon so krasse Teams. Die wenigsten Karten verstärken unsere Teams. Und ja, mein Gott, dann hat man halt mal, keine Ahnung, 5 oder 15 Innenverteidiger oder 15 weitere ZMs. Was weiß ich. Auf jeden Fall sehr, sehr schade wieder von ihr. Was sagt ihr dazu? Konntet ihr das Pack öffnen? Was war bei euch drin? Würde mich eure Meinung interessieren. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Crafting an sich? Cool. Sehr viele Karten. Morgen ganz wichtig, dass wir wieder 82 plus Picks sehen. Das ist alles in Packs. Dazu die Icons und die Heroes. Es kommen noch krasse Spieler-SPCs auf uns zu. Aber heute haben wir bereits zwei hervorragende Spieler-SPCs gesehen. Vorweg die Shop-Packs, die wir natürlich täglich aufmachen möchten, sind die 10 und 30 Coins-Packs. Ja, manchmal gönnt's, manchmal nicht. Ich habe schon die wildesten Sachen gelesen vorhin im Live, dass einige davon schon eine richtige krasse PTG oder eine richtig krasse Icon gezogen haben. Bei mir war es tatsächlich heute Morgen Iker Casillas aus dem 30-Münzen-Pack. Also aber die Base-Version natürlich. Ja, ganz komisch. Habe ich die ganze Zeit jetzt während Tots etc. keine einzige Icon gezogen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Base-Versionen gar nicht drin sind. Auf einmal kommt da jetzt ein Iker Casillas raus. Ja, jetzt gehen wir mal in den Content rein. SBCs. Ja, heutige SBCs. Hammer. Also natürlich die Refreshs wieder. Und ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, weil das ist sehr, sehr schade, dass wir keine Silber- und Bronze-täglichen Upgrades mehr haben. Nee, haben wir nicht mehr. Das ist scheiße. Also ich hoffe, dass die morgen dann wieder mit den 82 Plus-Picks zurückkommen. Silber-, Bronze- und Gold-Upgrades.
Weil so ist extrem schwierig. Ja, mit dem Craften. Nicht extrem schwierig, aber ein bisschen schwieriger. 85x5. Refresh ist gestern Abend gekommen. Ich habe es dreimal aufgemacht heute. Er musste ein 85er Team abgeben. Eine PTG-Karte, aber ansonsten nichts Gutes. Ich werde es aber trotzdem weiterhin täglich mitmachen, solange Frankie de Jong drin ist. Natürlich die Room-Challenges, Top-Partien etc. nehmen wir alles mit. Bei den Icons ist gestern noch Didier Drogba gekommen. Ich habe oft die Frage gelesen von euch, soll man Drogba mitnehmen, wenn man den Golazo schon untrade hat? Ich würde sagen, ja, wird Spaß machen, sowas zu ercraften. Wenn du die Drogba-Karte gefeiert hast, dann gönn dir doch die bessere Version. Zack, jetzt hätte ich fast gesagt. Ist doch egal, wie der Preis ist, aber ihr könnt euch ja die Karten eben mit extrem viel Futter craften. Also ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich Drogba-Fan bin. Aber aus Sicht eines FC Bayern-Fans, der 2012 im Stadion war und direkt hinter dem Pfosten gesessen ist, wo Bastian Schweinsteiger dagegen geschossen hat und den, wo dann Drogba den Elfmeter gleich reingehauen hat, kann ich Drogba aus persönlichen Gründen nicht mitnehmen, auch wenn man natürlich das Leid in FC 24 ein Stück weit erspart werden würde. Ja, es macht es ein bisschen einfacher. Also wer ihn noch nicht hat, unbedingt mitnehmen, es soll eine der krassesten Karten sein. Wer auch den Golazo hat, Freunde, craftet euch nicht trotzdem. Außer ihr sagt, nee, kein Bock, jeder die gleiche Karte, was ich auch gut finden würde. Und sagt euch, hey, heute ist der Crespo gekommen für 1,3 Millionen. Ich lege mich da fest, die beste Crespo-Karte aller Zeiten. Habe ich noch nie gesehen, so eine gute Crespo-Karte, auch designtechnisch eine 10 mit diesem Weiß. Da ist einfach perfekt. Einmal schießen kann er passen, ist nicht so gut, aber muss man dann Engine geben oder was. Und dann Dribbling ist sensationell, also wirklich das beste Dribbling. Und er hat Aerial, ist 1,84. Ja, coole Karte. Ja, definitiv die beste Crespo-Karte und das ist halt schon ein riesengroßer Win. Ja, ich meine, ich habe es am Freitag, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat von euch, habe gesagt, wir haben Icons und Heroes, die wir hauptsächlich normalerweise auf unsere UV-Listen packen. Da müssen sie schon dementsprechend die Stats, die Playstyles so krass upgraden, dass wir halt Bock haben, die Karten auch zu spielen. Das haben sie getan. Sie haben es echt vorzüglich gemacht, die ganzen Upgrades und so. Sehr viele Karten interessanter geworden. Und Crespo definitiv auch. Eine coole Karte, eine coole Möglichkeit, da vielleicht den einen oder anderen Spieler mal einzubauen, den man bisher noch nicht so spielen kann. Ich habe Luis Diaz angefangen, möchte dir mitnehmen, die Finesse-Schüsse und sein R1-Dribbling soll mit zum Besten gehören, was wir in FIFA oder FC 24 bisher gesehen haben. Das will ich auch haben, ja, sage ich, wie es ist. Daher werde ich ihn machen. Und Joe Gomez kam gestern noch. Bei dem sagen viele, dass man hier die Vibes spürt. Dass man hier die Vibes spürt vom Timo Werner und von der Rölfe SBC. Könnte viele Upgrades kriegen, natürlich bei England immer so in gewisser Weise mit Turnierfavorit ist. Daher, wer den auch machen möchte und noch einen Innenverteidiger braucht. Wartet jetzt aber noch, bis wir uns die Evolution heute angeschaut haben. Definitiv eine Option. Vlasic zu Mendy kam gestern noch. Ich hole den Content von gestern noch nach, weil ich kein Video gemacht habe gestern Abend. Würde ich beide mitnehmen, weil sie nichts kosten. Und das Upgrade, was sie bekommen, ist ein tricky Spiel. Könnt ihr dann die Karten wirklich, wirklich, wirklich spielbar machen oder halt gutes Futter für eine SPC. 5-4, Barcola kam auch noch. Kann sehr viele Alternativpositions, kann passen, kann schießen. Dribbling ist perfekt. Playstyles hat er Technical Raserei und ein bisschen passen. Mir fehlt es da beim Schießen ein bisschen, aber ansonsten die Karte sehr, sehr stark. Wenn man über den Flügel spielen möchte, wenn man einen Paris-Spieler da irgendwie einbauen kann, dann definitiv eine gute Option. Beide SBCs heute, absoluter Win. Bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Genau in diesem Weg sollte es weitergehen. Genauso wünscht man sich's, dass sie halt einfach die SBCs so stark machen, dass es auch Gründe dafür gibt, die da mitzunehmen, auch wenn es zugegeben sehr, sehr schwierig ist, sage ich mal, für die meisten von uns, noch irgendwie einen Platz in seinem Team zu finden. Wir haben noch weitere SBCs, die kommen werden. Crespo ist jetzt da. Es wird noch Araujo kommen. Wenn ihr mit Joe Gomez noch unsicher seid, wartet noch, bis Araujo kommt. Und wir werden noch weitere SBCs sehen. Einen Hernandez vielleicht, einen Petit. Na, der ist schon da, sorry. Was sehen wir noch? Araujo SBC sehen wir noch. Hernandez. Und wir sehen noch Pickford, Leimer, Nakis. Ja, die werden noch kommen als SBCs oder vielleicht als Aufgabe. Das ist vom Asi, der ist sehr, sehr zuverlässig. Definitiv eine gute Quelle, kann man trauen, wenn der was sagt. So, weiter heutiger Content, bevor wir uns noch meine Verkäufe anschauen. Evolution ist gekommen und die hat es wirklich in sich, 125k. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde Evolution sollten immer Free-to-Play sein, aber wenn sie was kosten, dann müssen sie richtig krass sein und dann schaut euch mal, wer den Showdown Traoré gemacht hat. Jetzt Schulz, derjenige, der hier die coolen Thumbnails macht, Entschuldigung. Er wird sich freuen, dass er den upgraden kann, diese Stats. Dann hat er noch Aerial, hat er 3 Playstyle Plus. Ja, defensiv noch abfangen.
Und natürlich, eine Ariel hat er nicht, sorry, Powerkopfball hat er. Ariel hat er Silber. Und die Kante, also Wahnsinns-Upgrade für die Karte, wer den hat, GG. Oder wenn man sagt, Buongiorno, ja, guten Morgen. Wenn ihr Buongiorno noch im Verein habt, definitiv auch diese Upgrades, die ihr hier bekommt. Sein Passen ist sensationell, Dribbling kann er, Spielstile hat er hier auch alle da in der Mitte, die goldenen. Mega Upgrade. Evolution sowieso immer individuell. Bei mir heute halt El Senior habe ich mir mitgenommen, schaut euch mal die schöne Karte an. Richtig schönes Geschenk, ne? Der hat hochgeringe Arbeitsraten, 1,92 Innenverteidiger und Dribbling ist bei 99 Ruhewert, Aggressivität hat er und ich habe hier die Playstyles in der Mitte. Also habe ich mir ein schönes Beast gemacht, sollte ich eigentlich den nehmen, oder? Oder was sagt ihr? Lieber den nehmen, der jetzt wirklich spielen würde oder den nehmen, den ich heute einfach schon seit Monaten mitschleppe. Könnte natürlich auch meinen Van Dijk wieder ein bisschen höher leveln und den dann ein Stück weit spielbar machen, weil ich glaube nicht, dass ich den Team of the Season Team werde. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Van Dijk nehmen? Oder hier diesen El Senior, Turi oder Buongiorno. Hätte ich alle vier gern. Und das ist das, was ich mir oft wünschen würde für eine Evolution, dass man es einfach auf öfter abschließen kann. Ich zahle jetzt einfach 4x 125k und kann mal 4 Innenverteidiger hochleveln. Ich würde es machen, auch wenn ich nur 2 brauche. Aber ich hätte halt gern für alle meine Spieler hier so ein kleines Upgrade. Tolle Evolution. Bin echt gespannt. Schaut mal, was bei eurem Verein gut ist. Ihr könnt es natürlich auch wie immer auf hier FootGG gehen. Und könnt euch die besten Kandidaten dann auch mal anschauen. Wenn ihr dann mit der Meta gehen möchtet. Wir haben auch so Informs vom Araujo zum Beispiel. Der braucht aber noch ein weiteres Upgrade. Ich stelle mir hier immer ein, gern Kombinationen verhindern. Dann siehst du, was möglich ist. Zum Beispiel auch ein Niklas Süre, seine Champions League Finalkarte. Sehr, sehr stark. Buongiorno sowieso schon in der obersten Reihe. Genauso wie der Van Dijk. Dann Zanetti, Koulibaly. Ja, auch Miro Klose, Maldini. Sehr, sehr coole Evolution, muss ich sagen. Absoluter Win. Wir haben momentan ein bisschen so bei den Preisen, bei den Copa America Karten, könnt ihr euch einen Antonio und einen Borja mitnehmen mit 5k Aufschlag und Chemistry Style. Alvarez für die OGs, genauso wie Almiron. Ja, beide Karten, meine zwei sehr, sehr gut. Dann haben wir die Path to Glory Karten noch. Hier gehen wir dann einfach nochmal einen Moment, nochmal kurz aktualisieren. Path to Glory. Ja, weiterhin Salah, Lukic, zeige ich euch gleich. Zalewski, Kotschky, Schick. Unbedingt. Screener kann man auch mitnehmen. Oblak hatte ich auch mit drauf. Und dann gibt es noch, seit gestern haben sie noch ein paar weitere Karten gebracht. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. Sofern es der Ladezirkel zulässt. Moment. Euro. Path to Glory. Ja. Kannst du da auswählen. Ja, schade. Zeige ich euch gleich dann auf der Konsole. Gehen wir nochmal rüber. Hier. So. Also, ihr wisst es, ich habe gestern ein paar Karten genannt, die man sich kaufen kann. Ich habe euch ein paar Inspirationen gegeben. Video hänge ich gleich nochmal dran. Ich zeige euch noch was, wie ich verkauft habe. Oblak habe ich für 80 gekauft, für 97 vom verkauft. Dann Bacha, Stanley, Koulibaly ist wieder raus für 53, schöner Zahlendreher. Guerrero auch. Ferguson hat sich verkaufen lassen. Genauso wie in Savio wieder. Borja ist raus, auch schöner Zahlendreher, 43. Genauso Antonio. Ja, nochmal zweimal raus, Antonio, Vlahovic, Saloy hier zweimal. Lukic und Loco ist dann auch noch ein weiteres Mal raus. Was ich noch so ein bisschen so auf der Liste habe, aktuell seht ihr hier. Screener habe ich neu mit draufgenommen. Dann Deutsche habe ich neu mit draufgenommen, der ist gestern in die Packs gekommen. Und ja, das war es eigentlich. So viel hatte ich noch nicht nachgekauft. Aber ich bin auf einem guten Weg, ja, meinen Frankie de Jong zu verwirklichen. Ich muss jetzt mal eben schauen, wo der gerade steht. Steht bei 1,4 Millionen. Ich habe jetzt gerade 700.000 auf der Uhr, wenn ich jetzt meine Liste verkaufen würde. Hab da noch diese 19 Spieler drauf, oder wie viel sind es? 18 Spieler. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon fast. Ich will allerdings noch ein bisschen traden die Woche, dass ich auch noch ein kleines Budget habe, wenn wieder so eine Karte kommt, die ich unbedingt haben will, dass ich sie mir dann auch noch kaufen kann. Oder heute zumindest eine ÖV-Liste bauen kann, mit der ich dann arbeiten kann, um die Karte schneller zu bekommen. Ich bin jetzt auch schon fertig. Ich freue mich, dass der Content wirklich gut ist in die Richtung. Das gestern war natürlich bitter. Ich hoffe, bei euch läuft es auch gut mit dem Trading, mit dem Craften. Ich wünsche euch ganz viel Backluck. Morgen einen guten Wochenstart, jetzt noch einen schönen Sonntagabend und bleibt gesund. Bis die Tage. Peace out.